Noch warten? Happy Birthday, Happy Birthday, Laser. Danke dir, der Mailman, für diese weltbewegende Erfindung und ein herzliches Willkommen an euch alle. Wir freuen uns, dass ihr dieses besondere Ereignis mit uns feiert, den Geburtstag des Lasers. Auch wenn es anders ist, als wir es geplant hatten. Wir, das ist eine Kooperation aus der Presseabteilung des Max-Planck-Instituts für Quantenoptik, der Presseabteilung von MCQST, das ist das Munich Center of Quantum Science and Technology und das Photon Lab, was ein Schülerlabor ist. Wir zusammen wollten eigentlich einen großen Tag der offenen Tür am Max-Planck-Institut für Quantenoptik und der ESO-Supernova durchführen. Ja, und dann kam die Corona-Pandemie dazwischen. Und naja, ich glaube, ich spreche hier zu sehr vielen Menschen, die sehr gut nachvollziehen können, wie es uns geht. Wir sind ja doch alle gerade gewissermaßen im selben Boot. Corona, die Corona-Pandemie hat uns alle vor neue Herausforderungen gestellt. Und nun haben wir halt anstelle eines Tags der offenen Tür an unserem Institut neue Dinge ausprobiert und feiern mit euch den Geburtstag des Lasers digital. Herausforderungen gehören zum Leben. Auch Theodore Maiman, der Vater des Lasers, konnte davon ein Lied singen. Sein Chef hatte ziemlich wenig Interesse daran, Theodore beim Bau des Lasers zu unterstützen und hat ihm auch wirklich nicht viel Geld zur Verfügung gestellt. Er glaubte einfach nicht an den Nutzen des Geräts. Und dann, als Theodore Maiman den ersten Laser zum Laufen gebracht hat, nämlich genau vor 60 Jahren am 16. Mai 1960, dann wollte er darüber natürlich gerne was in den einschlägigen wissenschaftlichen Zeitungen veröffentlichen. Ja, und die hatten kein Interesse daran, seine Paper zu veröffentlichen. Und zu guter Letzt bekommt er noch nicht einmal den Nobelpreis für die Erfindung des Lasers. Die bekommt ein anderer, ein Theoretiker. Die Gründe dafür sind komplex und hochpolitisch. Nichtsdestotrotz feiern wir heute den 60. Geburtstag des Lasers, denn das ist nun mal der Tag, wo der Laser vor 60 Jahren zum ersten Mal funktioniert hat. Während unserer Live-Führung, Live-Laborführung in der letzten Woche, bedankte sich einer unserer Wissenschaftler, Kai Hahn, bei Theodore Maiman für den Laser. Und genau das wollen wir mit dieser Veranstaltung heute auch tun. Danke, Theodore Maiman, für Ihre Arbeit, Ihr Durchhaltevermögen. Danke für den Laser. Ich habe unsere Zeit in der letzten Woche oft als das Zeitalter des Lasers bezeichnet. Der Laser ist aus unserem Leben heute kaum noch wegzudenken. Wir nutzen ihn, um Entfernungen zu messen, in der Medizin, in der Kommunikationstechnologie, zum Zahlen an der Kasse und vor allem natürlich an der Wissenschaft, wie bei uns am Max-Planck-Institut für Quantenoptik. Im Laufe dieses Tages laden wir euch ein zu einer Reise in den Quantenkosmos. Zum Auftakt gibt es eine Premiere, die Premiere des Films Grundlagen des Lichts mit der Physikerin Silke Stähler-Schöpf. Sie leitet das Schülerlabor Photon Lab am Max-Planck-Institut für Quantenoptik. Und als ich als Pressereferentin am MPQ angefangen habe, war sie die Person, von der ich am meisten gelernt habe und die mir, ja, im Grunde genommen, ich verdanke ihr ganz viele meiner Grundlagen, die ich in meiner Arbeit täglich nutze. Aus ganz Deutschland kommen regelmäßig Schulklassen zu ihr. Normalerweise, jetzt gerade offensichtlich nicht, aber sonst hat sie teilweise 3-4 Klassen in der Woche am Institut und führt sie dann in ihr Schülerlabor, die Schüler können experimentieren und heute macht sie das mit euch digital. Sie nimmt euch mit in ihr Schülerlabor, sie öffnet die Türen und nimmt euch zudem mit auf eine Reise in die Welt des Lasers, des Lichts, ultra kurzer Zeiten und der Quanten. Um das Video zu sehen, bitte ich euch nun nach diesem kurzen Willkommen einmal auf der Startseite von unserem YouTube-Kanal Max Planck Institute of Quantum Optics das Video direkt darüber anzuklicken. Das ist das Video der Premiere. Es heißt Die Grundlagen des Lichts, Silke Stähler-Schöpf. Es wird neben diesem Video einen Chat geben, da könnt ihr gerne Fragen stellen. Meine Kollegin Katharina Jara wird dort auf euch warten, wird eure Fragen beantworten, auch euch nochmal darauf hinweisen, wie ihr danach weiterkommt, wie das Programm weitergeht. Denn nach der Premiere machen wir ein Quiz mit Fragen zu diesem Film, zu den Grundlagen des Lichts und des Lasers. Dieses Quiz wird es auf Kahoot geben und es gibt auch ziemlich coole Preise. Und ich werde jetzt mal ganz kurz was ausprobieren. Und zwar, ich teile ganz kurz einmal meinen Screen. Jetzt müssen wir nur gucken, das probieren wir jetzt aus, nicht wahr? Also Bildschirm freigeben. Jetzt müsstet ihr
das eventuell sehen. Richtig? Daumen hoch. Seht ihr die Mundschutzmaske? Das ist einer unserer Preise, die ihr gewinnen könnt. Eine extra von uns designte Lasersaber, Laserschwerter und Corona-Maske. Also ich finde sie ziemlich cool. Ich persönlich freue mich total darauf, sie dann irgendwann selber zu tragen. Also wenn ihr die gerne gewinnen wollt und damit rumlaufen wollt, dann wird es für euch später eine Herausforderung, ein kleines bisschen, weil ihr müsst nämlich zu Zoom rüber wechseln. Also es wird nicht bei YouTube weitergehen. YouTube Stream, wir haben es ausprobiert mehrfach. Da ist ein Delay, also das ist eine Verschiebung in der Zeit von manchmal 30 Sekunden sogar. Das heißt, wenn ihr bei dem Quiz auf Kahoot nachher mitmachen wollt, bitte ich euch dann, zu einem Zoom-Webinar zu wechseln. Der Link ist direkt unter dem Video der Premiere. Und zwar ist das tinyurl.com/laserquiz-deutsch. Wenn ihr da drauf klickt, dann kommt ihr zu Zoom. Da müsst ihr einmal ganz kurz Zoom installieren, für den Fall, dass ihr noch nicht mit Zoom gearbeitet habt, Zoom noch nicht genutzt habt. Aber in den letzten Wochen ist es doch schon irgendwie gang und gäbe in ganz, ganz vielen Häusern geworden. Aber wenn nicht, ist das auch kein Hexenwerk. Es geht ganz einfach. Eine Minute lang kurz runterladen und ja, und dann könnt ihr das in eurem Webbrowser nutzen. Und dann habt ihr auch wirklich eine Chance, bei dem Quiz zu gewinnen. Silke Stehler-Schöpf wird euch dort erwarten, zusammen mit meiner Kollegin Katharina Jara. Die werden eure Fragen beantworten noch. In der Zeit holen wir die anderen noch von YouTube rüber zu Zoom. Und dann geht das Quiz los. Und ich war bei solchen Quiz schon bei einigen dabei. Ich finde sie immer recht witzig. Und wie gesagt, die Preise sind cool. Von daher, ihr könnt natürlich auch bei YouTube bleiben. Also wenn euch das egal ist, wenn ihr nichts gewinnen wollt, ist das voll in Ordnung. Ihr könnt das Quiz auch einfach just for fun machen. Aber es kann leider sogar sein, dass ihr das mitmacht und dann jedes Mal, wenn ihr eine Antwort klickt, heißt es, die Zeit ist abgelaufen. Weil diese 30 Sekunden Verzögerung eben dafür sorgen, dass ihr dann zu spät klickt. Auch hier gibt es eine Lösung für uns, zwar für alle Ewigkeit. Ihr sucht einfach bei Kahoot, und zwar also Kahoot, Kahoot.it, nach dem Namen 60 Jahre Laser Photon Lab Deutsch. Und da findet ihr das Quiz. Da könnt ihr das Quiz jederzeit machen, wenn ihr Lust habt. Natürlich ohne Chance auf Preise, aber man muss ja nicht immer gewinnen. Nach dem Quiz geht es dann in eine Pause und um 14 Uhr geht es weiter mit dem englischen Teil des Programms. Auch der englische Teil endet dann wieder mit einem Kahoot-Quiz. Also es lohnt sich, Zoom zu installieren. Ihr könnt es gleich zweimal heute nutzen. Also zwei Chancen auf Preise. Ja, also wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der Premiere von Die Grundlagen des Lichts. Wir sehen uns danach wieder. Ich freue mich auf euch.